ersten gut überstanden und am nächsten Tag wird es dann wieder viel ruhiger. Wir stoppten an einer Stelle, an der angeblich schon einmal Jesus war. Der hatte sich wahrscheinlich verlaufen, so zwischen Bethlehem und Jerusalem, und bums, war an der Wolga gelandet. Tja, kann ja mal vorkommen. Betrunken an der Wolga mit russischer Musik, das hat irgendwo noch was Romantisches, oder? So, und da waren sie, die berühmten Wolga-Schuten. Wie man sieht, hält sich die Schleppung geschoben. Manchmal über 400 Meter lang werden viele Güter von links nach rechts transportiert. Und ich hatte das Gefühl, fast genauso viel wird auch von rechts nach links transportiert. Und natürlich werden auch Menschen über die Wolga transportiert. Da fahren wir doch gleich mal hinterher, denn diese Rakete, die fährt bis Kasan. Basar habt ihr jetzt gesehen und die uralten Straßenbahnen von Kasan. So, jetzt aufgepasst, wir fahren mit einer Straßenbahn durch den Basar von Kasan. Oh,
So, danach musste ich mich erstmal mit einer Portion Kebab in diesem Restaurant